Einst genoss ich Respekt. Mein Wort hatte Gewicht. Ein winziger Fehler und schon traut mir niemand mehr. Meine Truppen haben sich seltsam benommen. Verdächtig. Dem Anschein nach alles Verräter. Es war nur logisch, sie alle zu töten. Ich konnte doch nicht wissen, dass sie eine Überraschungsparty für meine Beförderung planten. Das war sicher nur ein Missverständnis. Meine Leute waren gut darin, mich hinters Licht zu führen. Zu gut, diese Blödmänner. Ihr müsst mich anhören. Diesmal bin ich nicht paranoid. Ich habe eine große Bedrohung für die imperiale Sicherheit entdeckt. Im Dschungel wimmelt es von unsichtbaren Kubas-Spionen. Man sieht sie nur, wenn es blitzt. Das stört ihre Tarntechnologie. Was sind denn Kubas? Sind die feindlich? Diese Schnüffelnasen spionieren für jeden, der sie bezahlt. Aber das Imperium würde sie nicht einsetzen, um Drum und Kars zu überwachen. Die Feinde des Imperiums hacken etwas aus. Die Kubas sind hier, um unsere Stärken und Schwächen für sie herauszufinden. Ganz bestimmt! Durchkämmt den Dschungel, achtet auf Blitze und schlagt zu, wenn ihr einen Kubas seht. Tötet die Langnase und bringt mir einen Beweis. Holo-Kommunikator mit Kubas-Markierungen. Das wird den Trotteln, die mich für paranoid halten, die Sprache verschlagen. Damit kann ich endlich beweisen, dass wir von Spionen umgeben sind. Einen solchen Beweis können meine Vorgesetzten nicht ignorieren. Ihr habt mir und dem Imperium einen großen Dienst erwiesen. Nehmt dies hier zum Dank.